Willkommen in unserer Welt. Wir würden dich gerne angemessen vorstellen, aber die Bewohner eines Dorfs brauchen deine Hilfe. Bitte gehe zu ihnen. Du hast einen Kompass und eine Karte. Nutz sie, um sicherzustellen, dass du in die richtige Richtung gehst. Dieses Dorf wird angegriffen. Hilf ihm. Wir haben dir einige Startressourcen zur Verfügung gestellt. Aber denke daran, dass die Helferlein mehr für dich sammeln können, während du unterwegs bist. Beschäftigte Helferlein sind glückliche Helferlein. Bitte beeile dich. Die Piglins sind unerbittlich. Das ist das Dorf. Schnell, hinüber. Oh nein. Oh.
Diese kleinen rosa Monster müssen aufgehalten werden. Schnell, schnell! Du musst alle Piglins loswerden. Vergiss nicht, Spawner zu bauen, um Verbündete zu beschwören, die an deiner Seite kämpfen. Die Piglins lassen Lapis fallen, mit dem du deine Spawner anfeuern kannst. Sammle den Lapis, damit dein Feuer nicht ausgeht. Die unmittelbare Gefahr ist vorbei, aber das Dorf ist verwüstet. Die Piglins haben den Brunnen in eine Ruine verwandelt. Eine Zimmermannshütte kann nahegelegene Konstruktionen reparieren. Lass die Helferlein dir eine bauen. Eine Erleichterung. Das Wasser fließt wieder. Die Piglins greifen ein anderes Dorf an. Es gibt keine Zeit zu verlieren. Die Dorfbewohner brauchen dich. Diese Dorfbewohner brauchen deine Hilfe. Denk daran, dass deine Karte und dein Kompass dir den Weg weisen.
Weitere Bilder in der Quelle. Ist das unser Held? Ein weiteres Dorf, wie es scheint. Und mehr Piglins. Nicht schon wieder. Sollten wir sie warnen? So sehr es uns schmerzt, dies zu sehen, müssen wir darauf vertrauen, dass unser Held ihnen helfen wird. Du musst die Piglins besiegen, die das Dorf angreifen. Wir können nicht zulassen, dass sie an Boden gewinnen. Die Dorfbewohner sind wieder in Sicherheit. Aber ihr geliebter Brunnen wurde zerstört. Du hast die Werkzeuge, ihn zu reparieren. Würdest du ihnen bitte helfen? Vielen Dank, dass du bei der Reparatur des Brunnens geholfen hast. Sieh nur, wie begeistert die Dorfbewohner sind. Die Piglins sind weg. Vielen Dank. Und auch die Dorfbewohner wollen dir danken. Gehe zur Dorftruhe am Fuße des Brunnens für eine Überraschung. Die Dorfbewohner sind friedlich, wollen aber helfen, wo sie können. Zum Dank halten sie dich mit ihrem Einfallsreichtum im Kampf. Sie werden weiterhin Materialien für dich sammeln, während du da draußen die Welt rettest. Die Piglins versammeln sich am Rand des Dorfes. Ich denke, sie bereiten einen neuen Angriff vor. Errichte lieber einige Verteidigungsanlagen, solange noch Zeit ist. Pfeiltürme wären gut geeignet, um dieses Dorf zu verteidigen. Du musst einige Verteidigungsanlagen um das Dorf herum errichten. Es bleibt noch etwas Zeit, um Ressourcen zu sammeln, falls sie knapp sind.
aber beeile dich. Die Piglins sind in der Nähe. Vergiss nicht, dass auch deine Golem-Freunde helfen wollen. Sie sind fast da. Oh, ich kann gar nicht hinsehen. Die Piglins sind da. Sei bereit, Held. Die Piglins werden von allen Seiten angreifen, also schau auf deinen Kompass, um zu sehen, woher sie kommen. Du stellst dich großartig an. Nur noch ein bisschen länger und du hast es geschafft. Mehr Piglins! Angriff ist vorbei, aber einige Piglins sind noch. Das war's! Haha, du hast das Dorf gerettet! Wir wussten, dass du es schaffst. Die Dorfbewohner sind begeistert, dass du ihren Brunnen verteidigt hast. Sie haben einige zusätzliche Ressourcen für dich als besonderes Dankeschön in die Truhe gelegt. Du schlägst dich gut, aber Piglins geben nicht so leicht auf. Schon jetzt bereiten sie einen Angriff auf ein anderes unserer Dörfer vor. Aber diesmal haben wir den Vorteil. Wenn du die Piglin-Außenposten rund um das Dorf ausschalten kannst, können wir diese Invasion möglicherweise zurückdrängen.